Hallo, herzlich willkommen zurück. Ja, hier dieses tolle Spiel, was nicht funktioniert hat und was buggy ist, das ist krach. Ja, wir machen direkt weiter mit dem nächsten. Wir haben jetzt ein paar Eisenstiefel noch erhalten. Zack. Wir sind noch im falschen Modus drin. Und ein paar Schuhe. Und wir begeben uns dann auch direkt zum nächsten Spiel. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir jetzt kämpfen müssen. Liegt nicht daran, dass es zeitlich bei mir dran steht, dass wir kämpfen müssen. So, Milch. Trink die Milch, falls du noch 339 einen Regi-Buff hast. Nein, haben wir nicht mehr. Das kann weg, das kann weg. Das kann weg. Moment. Der ist gecheatet und der ist gecheatet. Töte die Monster und tausche die Mud-Drops gegen die Türöffner ein. Der Händler steht hinter den Türen. Jo. Ich hab kein Schwert. Jetzt habe ich ein Schwert. Dann haben wir jetzt einen Let's Fetch Monsterkampf. Und die droppen. Ah, guck mal, die sind so eingestellt, dass die spezielle Sachen dabei haben. So, und da ist noch ein Bogenschütze, aber auch der will mir natürlich nicht allzu viel Böses machen. Ein Bogenschütze, na, das sind Hunderte. Und die haben verzauberte Bögen und ich bin gleich tot. Sag ich doch. Wiederbeleben und direkt wieder rein. Wir wollen hier ein bisschen kämpfen. Der hier hat den verzauberten Bogen. Da hauen wir jetzt mal kräftig drauf. Das ist natürlich... ich bin inzwischen andere Kampfsysteme gewöhnt. Auch in solchen schönen Spielen. Wie Minecraft oder ähnlichem. Somit hier springen und sowas zum Heilen. Aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt hier in Minecraft. Oh, der catcht mich halt mit irgendeinem verzauberten Scheißtrick. Ah ne, das sind wieder irgendwelche Dinge. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier brauchen. Ja. Vielleicht haben wir ja schon alles, was wir brauchen. Dann werden wir uns jetzt erstmal kurz nach draußen. Das ist natürlich jetzt ganz schlecht, direkt vor der Ausgangstür. So, jetzt sind wir draußen. Die Monster sind nicht durchgekommen. 10 Blaze Rods, 10 Knochen, 10 Köpfe. Stumpfer Knochen. Okay, in dem Fall müssen wir weiter kämpfen. Wir brauchen 10 davon, 10 davon und 10 davon. So. In dem Fall hauen wir weiter mal auf die Viecher drauf ein. Ich finde es eigentlich recht cool gemacht, dass die so verschiedene Drops haben. Und... ja, wo kommen denn eigentlich die... Und schon wieder ein Tor. Ja! Irgendjemand hat ein Tor geschossen. Erstens, warum sind keine Monster mehr da? Okay, wenn man vom Teufel spricht. Kommt das Viech. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Monster. Und wo kommen dann die Türöffner hin? Das ist die große Frage. Aber das werden wir mit Sicherheit auch noch lösen können. Wo die hingehören, kriegen wir noch raus. Wiederbeleben. Dort ist nichts. Also muss es natürlich irgendwo da hinten sein. Die Blaze Rod, die können wir auf jeden Fall mal noch holen.
Hei. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ich bin gleich schon wieder tot. Sag ich doch. Und irgendwie, also, wer die Map-Zeit bemessen hat, der hat entweder irgendwelche Drogen genommen, hat noch nie selber Minecraft gespielt oder ist absoluter Pro-Gamer und ist da im Creative-Modus durchgefetzt. So. Weil, da braucht man viel länger für, hey. Also ich weiß nicht, normalerweise denke ich mal, dass ich den Bogen nicht verwenden darf, aber ich werde jetzt gleich einen Bogen verwenden. Weil immerhin habe ich ihn ja noch und ich habe ihn ja nicht verloren und ich habe ihn ja auch nicht abgeben müssen. Stand ja nirgends. Jetzt brauche ich noch eine so eine knackte Blaze Rod. Wenn ich die habe, dann habe ich alles, was ich brauche, oder? Hier, ihr habt doch so... Nein, ihr habt wieder nur Knochen. Das gibt's doch gar nicht. Da bringt mir auch die ganze Rüstung nichts, weil das gibt so viele Viecher, die da auf mich drauf einschlagen. Ach, die, die mich anzünden, die haben eine Blaze Rod. Okay. So, ich habe die Blaze Rod auf jeden Fall. Und ich hab's wieder nicht geschafft bis zur Türe. Ah, Mist, ey. So. Hier haben wir die Blaze Rod für den Türöffner. Dann haben wir die stumpfen Knochen für einen Türöffner. Und die Zombie-Schädel haben wir auch für einen Türöffner. Damit haben wir drei Türöffner. Und wo müssen wir jetzt hin? Töte die Monster und tausche die Drops gegen die Türöffner ein. Der Händler steht hinter den Türen. So, jetzt haben wir hier Türöffner. Ah, okay. Dürfen wir uns diesmal töten lassen? Ja. Bin ich doch mal dafür. Beziehungsweise, wir können auch mal gucken, dass wir hier lebendig durchkommen. Ja, dann machen wir es halt so. Wir haben hier 3, 2, 1, also 1. Zack. 2 und 3. Jawohl, da sind wir wieder beim nächsten Spiel und die Folge ist schon fast zu Ende. Hey, das ist richtig krass, ey. Und ich dachte wirklich so 10, 15 Minuten, zack und let's fetz, gell? Und ja, wohl doch nicht so ganz. Dann schauen wir mal, was hier so ansteht. Aufgabe 7, drücke die Knöpfe, um die Minecarts in die Löcher unter den Pfeilen zu befördern. So. In die Löcher unter den Pfeilen. Start. So, was für Knöpfe? So, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es eigentlich in die richtige Richtung geht. Aber... Dauerhaft, dauerhaft, dauerhaft. Ja, scheint gut auszusehen. Ach, deswegen darf es hier nicht brennen, weil hier der ganze Raum brennt. Da müssen wir jetzt aber mal hingehen. Grafikeinstellungen.
Details, ne, Grafikeinstellungen, Animationen, Flame Animation, okay. Nein. Animations, Fire Animation, jo, wunderbar, ist allerdings noch alles Standard. Ja, wir sind allerdings am Ende der Folge angelangt. Wir sehen uns dann in 2 Tagen schon wieder. Da geht es dann zum Bogenschießen und noch ein Farbrätsel. Bis dahin, ich bin euer Dark Dragon 90. Ciao, ciao.